So, ich trinke meinen Kaffee, schaue aus dem Fenster und wen sehe ich da? Einen großen Lieferwagen. Und ich glaube, So, mein mein Aquarium Aquarium kommt. Lasst kommt. uns mal Sehr schön. schauen. Dann lassen wir die Jungs mal ankommen, mal einen Kaffee trinken und dann geht's los. Ja, es wird schon fleißig ausgeladen. Hier steht eine riesen Glasscheibe, das ist die Front. Der ist brutal. Unser Schacht. Gott, was ein Chaos. Hoffentlich kommt meine Frau nicht zu früh nach Hause. Bitte nicht, Schatzi. Bleib noch ein bisschen auf Arbeit. Das ist gar nichts für dich. Glas, Glas, überall Glas. Genau, ne? Nicht anstoßen. Nicht anstoßen, nicht kaputt machen. Ja. Sonst gibt's Ärger. So. Ah, Tankdurchlass ist auch schon verklebt. Wahnsinn. So, dann gucken wir mal, wie das dann später nach vorne aussieht. So, jetzt. Jetzt bist du dran. Ja, minimal. Können wir nochmal nachschnippeln. Lass mal so, halt mal so fest. Messer. Yes. Kannst du ein bisschen nochmal wegziehen zu dir? Ja. Ja, der Rudi ist da. Wir haben jetzt auch schon ausgeladen. Und vor allem haben wir das Technikbecken schon runtergetragen. Da gehen wir doch gleich mal schauen, wie es da unten aussieht. So. Tada! Da ist es, das gute Stück. Gott, ist das groß, ey. Ich kannte ja die Maße, aber wenn es dann so steht, ja, ist das wieder ein bisschen was anderes. So, hier kommt das Wasser rein. Da ist dann der Fließfilter. Hier haben wir das Abteil für den Abschäumer. Mal gucken. Ja. So. Hier wird dann das Ablegerbecken sein. So werden wir wahrscheinlich Lichtrasterplatten reinnehmen. Ja, müssen wir mal gucken. Da sind wir noch ein bisschen frei bei der Gestaltung. Oh, hier haben wir noch so einen kleinen Überlauf drin. Ein Absorber oder irgendwas kann man da reinmachen. Ja, und hier ist dann das Rückförderbecken. Ja, passt sogar schön mit dem, was ich ausgemessen habe oben. Da kommen wir schön klar. Hat er gut gemacht. Wunderschönen Tag. So, machen wir mal die Tür. Ich habe es ja wohl nicht da. Gott, ist das riesig. Ja, schon ein bisschen groß, ist ja klar. Scheiße, ist das groß. Wir machen keine kleinen Sachen. Ja, ist gut so. Ja, ich habe zwar die Markierung an die Wand gesetzt, von der Größe, aber das wirkt ganz anders jetzt. Und ich mache mir immer noch Sorgen, wie ich da drin arbeiten soll. Ist schon alles geputzt, ja? Tja, werde ich doch die Tauchausrüstung auspacken müssen. Was auspacken? Ja, die Tauchausrüstung, um da drin zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Korallen da unten verkleben soll. Ach, das macht mein Kleiner. Der kriegt Schnorchel und Maske. Da darf er schwimmen gehen. Das Schneiden muss ich auch noch entdecken. Finde Ja, das habe ich schon gesehen. Deins ist noch ein bisschen größer. ich das. Ein bisschen? Halbes Wohnzimmer. Halbes Wohnzimmer. Was denn? Eine Sauer? Ja. Ja, auf der Seitenscheibe war noch einer. Nee, ich habe sechs Stück dran. Ach so. Gut, dass die Scheibe stehen bleibt. Hier. So. Warte.
nicht fest. Willst du das Wasserwagen gucken? Oder später? Ja, ich muss einfach hier oben raus. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit 16 Uhr. Seit 2016. Hobby. Ich habe ja Schreiner gelernt. Ne? Ja, Hobby zum Beruf gemacht. Genau, bist du auch am Footgun und so. Ja. Wollte auch damals meinen Keller so nebenbei ein bisschen Fische züchten und Fischanlagen. Und dann war es halt ein bisschen schwieriger, dass mir einer das im Keller klebt. Ja. Ich wollte halt mitmachen und so weiter, aber dann fängst du halt an. Ne? Stellst Glas, bohrst, machst. Und so geht es dann immer weiter, ne? Ja. Sehr cool. Ey, deine Anlage ist ja schon echt Wahnsinn. Ja, ist mir alles zu klein. Schon wie zu klein. Ja. Du brauchst ein größeres Haus, wenn du größer haben willst, oder? Ja. Gibt ja bald ein neues Projekt. Wir haben sehr schon das Projekt. Da kannst du dann tauchen. Ja, kannst du dann tauchen? Ja gut, dann komme ich und mache dir die Unterwasserarbeit. Würde auch mit Tauchen. Ja? Haie halten. Und aber ich habe keinen Taucherschein und so. Klar, wäre ein Traum wie du so ein Ausbilderschein, aber das ist zu oft, wenn ich das schon alles höre, was du da alles gemacht hast. Ja, nur Moment, du willst ja nicht ausbilden. Ja. Das ist ja wieder was anderes. Ich bin ja Tauchlehrer. Das genau. Sind ja ganz andere Sachen. Du willst ja nur tauchen. Oder hier oben hast du noch nicht abgezogen. Ja, mache ich gleich. Oben. Ich glaube, da müssen wir dann nochmal drüber reden, über deinen Schein, ja. Dass du tauchen kannst. Ja. So ein Tauchschein machst du in Ägypten und so, ist ja auch nichts Wildes. Den machst du da innerhalb irgendwie von der Woche, ne? Ja, kannst du ja hier auch machen, ist ja die gleiche Ausbildung. Besser? Besser? Einzigste Unterschied natürlich, wenn du es in Ägypten machst, ist natürlich das Wetter ein bisschen wärmer. Ja, stimmt. Aber dann musst du auch aufpassen, an wen du kommst da drüben, welche Tauchbasis. Ja. Viele legen dann nur Wert auf die Quantität, nicht auf die Qualität. Ja. Klar, kommt ja alles dabei. Ne? Ja. Das stimmt. Was ist das? Ja, das ist gut. Ein Zollstock? Machst du, ne? Das ist ein Loch, ja. Was ist jetzt hier? Wir haben 15er Scheiben, die müssen wir hier ungefähr so 17 mm einhalten. Ne? Ja. Bis dahin, dass wir hier noch 2 mm Fugen berechnen können. Die kannst du ruhig putzen, die sind erst leicht dran. Jetzt machen wir erst hier gleich die Seitenscheibe. Okay. Und auch noch drüber wischen. Leer, ne? Alles leer hier. So, gleich wird die größte Scheibe verklebt. Da werde ich ja mal mit anpacken, da ich auch behaupten kann, ich habe was gemacht. Nicht nur blöd rumstehen. So, dann lässt sich die Knöpfe ab. Man braucht 3 Stufen leider, das ist super.
Ja, drei Stufenleiter habe ich auch. Ja, ist okay, die ist halt. Die habe ich mir extra geholt, um im Aquarium zu arbeiten, weil ich nicht rangekommen bin. Ja. Mhm. Spätestens jetzt brauchst du sie. Ja, jetzt brauche ich aber ganz andere Sachen. Jetzt brauchen wir aber ein paar Stufen mehr. Na, Akku leer? Ja, nee. So, wollen wir? Ja, leicht zu umschalten schenken und unten erstmal unten absetzen. 1, 2, 3. So, unten andrücken. Guck mal, der Ecke. Ich guck mir das gleich an. Ja. Also, das Ding hat echt schon ein Gewicht, ne? Ist ja brutal. Ja. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Später. Alle Gläser sind dran ringsrum. Diese Kreuzüberblattung, ne? Die hält unheimlich. Ja, sehr cool. Weißt du, wie oft ich schon E-Mails kriege? Von Red Sea Becken. Vielleicht die Unwitzung. Von Poolbecken generell. Ja. Wo vorne schon die Nähte aufgehen und eine Zwinge drauf sitzt und mir Bilder schicken, ich brauche unbedingt ein neues Becken. Ja. Ich sage, ich brauche noch kein Poolbecken. Weißt du, was Poolbecken baue? Bis 45er Höhe baue ich Poolbecken. Ja, das ist noch okay vom Druck, je nachdem wie tief und wie die Fläche ist, entweder ja. 12er oder 15er. Große Poolbecken brauche ich gar nicht, ich habe keinen Bock drauf. Mache ich nicht. Weil ich keine Lust auf Stress habe. Das sieht geil aus, klar, wenn du Poolbecken hast. Ja, aber wie oft stehst du davor? Ne? Wie oft stehst du davor und da guckst du oben rein? Ja. Du machst deine Plexiglasabdeckung ab. Du siehst ja nicht mehr. Du guckst und guckst genauso, bis du satt bist. So ist es. Ist einfach so. So ist das. 24 Stunden. Das ist weg. Eine Zwinge hätte ich gern. Was? Zwinge? Da vorne auch ein Spiel. Ja. Da ist das gute Stück. Hier ist die Beleuchtung. So, müssen wir gleich noch die Kabel verstecken. So, ein riesen Trümmer. Oh, Chef, wie schön bist du das? Das ist super. Okay. Sehr cool. So, Beleuchtung von oben. Die Kühlung, Schalter, Steuerung. Ja, schon stark. Und vor allem, man kann sie einfach nach hinten schieben. Dann kann man schon. Ja, der Rudi ist jetzt weg. Hat aber das Aquarium da gelassen. Sehr geil. Also richtig groß und Wahnsinn. Ja, habt ihr ja gesehen, wie es verklebt hat. Die Lampen oben, ja, wo er gebaut hat. Das ist auch Wahnsinn. Das ist echt genial. So, um die Auflage für die Lampen komplett rübergehen, gesteuert. Also echt Wahnsinn. So, hier sind die Auflagen für die Plexiglasscheiben. Überall. Dann ist dazu. Ja, die Lampen laufen damit 200 Watt Maximalleistung. Ist natürlich schon echt enorm. Ja, dann warten wir mal ab. Ja, Becken muss jetzt 3 Wochen stehen. In der Zeit kann ich dann die Verrohrung fertig machen, die Technik aufbauen. Und dann wird gefüllt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mit Instagram, da könnt ihr mir gerne folgen, würde mich freuen. Und mit YouTube-Videos, ja, ist halt noch dreckig, aber naja, das wird schon werden.
Gut, dann war es das mit diesem Video des Beckenaufbaus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.